Der Glaube der Götter. Ha, wie es aussieht, liege ich in Führung. Sprach Orbitos selbstgefällig zu den anderen Göttern, als die Nacht über Eru einbrach. Das Rennen hat gerade erst angefangen. Es ist zu früh, um sich zu freuen, Orbitos. Entgegnete Chuira ruhig und gelassen. Das mag schon stimmen, aber Grund zur Freude habe ich wohl. Während mein Sohn noch im Rennen ist, sind die anderen beiden in arger Bedrängnis. Ominöseus wird so schnell ohne fremde Hilfe nicht von Eruptus herunterkommen. Und Panphaulos ist von den Wachen gefangen genommen worden. Vorerst ja, aber sie bringen ihn zu dem Ort, zu dem er will, zu König Salmonellon. Verteidigte Gaira ihren Sprössling. Was nützt ihm das, wenn über ihn selbst gerichtet werden soll? Fragte Orbitos spöttisch. Er bekam keine Antwort und so blieb es im Zirkel der Götter für eine Weile ruhig, ehe Hölles sprach. Wollen wir eigentlich mal wieder nach deinem Kleinen sehen, Orbitos? Es ist schon einen halben Tag her, dass wir das letzte Mal nach ihm geschaut haben. Der Donnergott stimmte Hölles mit einem Nicken zu und ließ die Himmelstafel den kleinen Hafen fokussieren, an dem sich Heracmarkes das Boot Betsy ausgeliehen hatte. Das Bild zeigte den Steg, an dem die Nussschale von einem Boot gemächlich im Wasser trieb, der Fischer schlummernd in diesen liegend. Orbitos ließ das Bild über die kleine Insel schweifen, über die Bauernhöfe, deren Lichter nach und nach erloschen, bis nur noch ein einziges Feuer auf der ganzen Insel brannte. Es kam nicht von einem der Bauernhöfe, sondern fand sich inmitten des kleinen Waldes auf dem Hügel, dort, wo der Tempel stand. Im flackernden Licht des kleinen Lagerfeuers, welches Heracmarkes entzündet hatte, saß eben jener und stocherte mit einem Zweig in der Glut herum, sein Kopf auf den anderen Arm gestützt und schaute besorgt rein. Immer wieder glitt sein Blick Richtung Tempel, wo er seinen ehemaligen Mentor nach seiner Rückkehr von Monokel beerdigt hatte. Ein steinernes Kreuz, hinter einem Flecken umgegrabener und neu aufgeschütteter Erde, wurde von dem flackernden Licht des züngelnden Lagerfeuers erhellt und zeugte von Heracmarkes Verbundenheit zu seinem ehemaligen Mentor. Der traurige Blick des angehenden Helden, der immer wieder zwischen Feuer und Grabstein hin und her glitt, verriet seine Sehnsucht und Trauer. Was sollte er auch anderes empfinden? Agamemnon war der einzige Mensch, der ihn etwas bedeutete. Er war mehr als nur sein Mentor. Er war der Vater, den er nie hatte. Und nun war er ganz allein. Die Last der anstehenden Aufgaben ruhte auf seinen Schultern, aufgebürdet durch eine List seines, nicht wahrlich väterlichen Göttervaters. Er sieht wahrlich bedrückt aus, kommentierte Helia besorgt, als sie den trauernden jungen Mann sah, ehe sie ergänzte. Niemand sollte solche Trauer erleiden müssen. Trauer ist für die Schwachen. Manchmal schäme ich mich dafür, einen solchen Sohn zu haben, auch wenn er mich meistens nicht so enttäuscht, kommentierte Orbitos. Grobian! Rief Helia Orbitos zu und erhob sich von ihren Thron und bedachte den Donnergott mit einem vorwurfsvollen Blick. Aber warum? Begann der Donnergott, doch er kam nicht weiter, da die Göttin der Sonne und des Lichts ihn eilig und gebieterisch mit den Worten unterbrach. Du solltest jetzt zu ihm runtergehen und dich um ihn kümmern. Er braucht jemanden an seiner Seite, mit dem er reden kann. Und du bist schließlich sein Vater. Die Götter schauten die sonst so frohgemute Helia erstaunt an. So kannten sie gar nicht. Pisasus war so verblüfft, dass sein Mund weit offen stand und er seine Augen fassungslos geweitet hatte, so als hätte er einen Geist gesehen. Ich kann nicht. Ich weiß nicht, wie so etwas geht, antwortete Orbitos, der beängstigt und verunsichert wirkte. Offenbar hatte Helias spontaner Ausbruch ihn so sehr aus der Fassung gebracht, dass er nicht einmal mehr klar denken konnte und da er direkt aus der Seele sprach. Eine Eigenschaft, die er nicht kannte, denn gern gab er vor, keine Gefühle zu haben, da er diese als schwächlich betrachtete, obwohl seine zornigen Launen durchaus das Gegenteil bewiesen. Oh, wenn du es nicht tust, dann mach ich es eben! Rief Helia verärgert aus und rümpfte abgeneigt ihre Nase, ehe sie sich in einen hellen Lichtstrahl dematerialisierte. Das kam unerwartet, sprach Chuira und schaute Pisasus an, der, mit noch immer weit geöffnetem Mund,
langsam zustimmend nickte. Hierakmakis starrte in das Feuer und bemerkte ein intensiver werdendes Licht, das von oben zu kommen schien. Er hob seinen Kopf und blickte gen Himmel zu einer grellen Lichtkugel, die sich ihm langsam näherte. Während sich ihm immer mehr näherte, ward er gezwungen, seinen Blick abzuwenden, da ihn das grelle Licht blendete. Ihm kam das sehr eigentümlich vor, doch er spürte eine warme, friedvolle Aura, die sich ihm näherte und ihm eben solche Gefühle schenkte, dass er keine Angst hatte, sondern es einfach auf sich zukommen ließ. Die Lichtkugel gesellte sich neben ihm auf den Baumstamm, auf dem der angehende Held saß, und mit einem kleinen Ploppen platzte die Kugel wie eine Seifenblase und gab Helia frei, während die Hülle der Lichtseifenblase sich in der Luft in kleine, funkelnde Splitter auflöste, die wie goldene Schneeflocken, die die Gesetze der Schwerkraft nicht achteten, in der Luft sanft umherwehten, ehe sie schließlich ganz am Nachthimmel verschwanden, sodass Hierakmakis und die Göttin nun alleine waren, sofern man von alleine sprechen kann, wenn einen Elfgötter beobachteten. Hierakmakis, der die funkelnden Teilchen noch so lange beobachtet hatte, bis sie verschwunden waren, senkte fasziniert seinen Blick zu der sehr jung anmutenden und gütig dreinblickenden Schönheit, die sich Helia nannte. Er betrachtete ihre sanften Gesichtszüge und bewunderte ihr goldenes Gewand, welches nicht so pompös aussah, wie man es von einem eitlen Menschen, der auf Gold fixiert ist, erwarten mochte, sondern eher bescheiden wirkte. Eine Eigenschaft, die man Gold nicht zuschreibt. Erstaunlicherweise nur darum nicht, weil es einen begehrten Glanz hat, obwohl es nur ein Edelmetall wie viele andere ist. Sein Ruhm und damit verbunden seine Begehrtheit hat das Gold nur den ständigen Kampf, um es zu verdanken, sowie die Bekanntheit eines Stars weniger von seinen Fähigkeiten als von der Anzahl und Intensität seiner Verwunderer abhängt. Hierakmakis Blick wanderte weiter hinab und blieb an den schlanken Beinen haften, die unter dem Gewand hervortraten und die Göttin übereinander geschlagen hatte. Das war für ihn wohl der schönste Anblick, den er je hatte, was allerdings nicht viel heißen mochte, bedachte man, dass er so gut wie keinen Kontakt zu Frauen hatte. Während er minutenlang ihre anmutigen, glatten Schenkel bewunderte, sprach die Göttin mit ihrer süßlichen Stimme etwas schüchtern. Du machst mich ganz verlegen. Apropos, mein Gesicht ist hier oben. Wobei sie mit ihrem Zeigefinger auf ihr Antlitz deutete. Hierakmakis schaute kurz auf, senkte dann jedoch wieder seinen Blick und antwortete benebelt. Ich weiß, und es tut mir leid, aber meine Augen haben sich anders entschieden. Sie lehnte sich nach vorne und hob seinen Kopf am Kinn mit ihrem Zeigefinger an, bis sie sich in die Augen sahen, wobei nur eine Handbreite ihre Nasen voneinander trennte. So nah war Hierakmakis noch nie einer Frau, die gerührt von seiner Ehrlichkeit sprach. Ich bin Helia, die Göttin der Sonne und des Lichts. Und du bist Hierakmakis, Sohn des Orbitos? Als er den Namen seines Göttervaters hörte, fasste sich der angehende Held wieder und seine Verblüffung wich der unerfreulichen Erwartung einer Nachricht seines Vaters, weshalb Hierakmakis höflich sprach. Darum geht es also. Wenn du gekommen bist, um mir eine Nachricht von ihm zu bringen, dann solltest du wieder gehen. Ich bin gerade nicht in der Stimmung für so etwas. Nein, du Dussel! Sprach die Göttin witzelnd und wischte die Vermutung mit einer fahrigen Handbewegung weg und fuhr fort. Ich bin doch nicht seine Botin! Aber du hast nicht ganz Unrecht. Er möchte, dass ich mit dir spreche. Er wollte ja selbst kommen, aber leider kam ein dringender Termin dazwischen. Natürlich, es gibt immer irgendeinen Termin. Aber gut, worum geht es? Fragte der angehende Held etwas abfällig. Er möchte, dass ich dir sein tiefstes Mitleid für die Tötung deines Mentors überbringe. Er bittet dich um Vergebung seiner Tat, die im Eifer des Zorns geschah. Zudem entschuldigt er sich für sein so ungestümes Gemüt, das ihn immer wieder zu solch fatalen Entscheidungen aus einer Laune heraus verleitet. Antwortete die Göttin inständig bittend. Sein Mitleid macht Agalemnon auch nicht wieder lebendig. Ich will ihm das nie verzeihen. Vergeudest hier deine Zeit. Antwortete der angehende Held kalt und wendete seinen Blick ab, damit Helia nicht die Tränen erblicken konnte, die ihm bei den Gedanken daran aus den Augen kullerten. Mit so einer Reaktion hatte sie nicht gerechnet und blickte, aufgrund der ihr entgegengebrachten Kühle, beschämt zu Boden, ehe sie ihren Blick wieder hob, aufstand und sprach. Ich verstehe deinen Zorn, doch er hilft dir nicht weiter. Man muss lernen zu vergeben,
wenn man möchte, dass einem vergeben wird. Mach es gut, Heragmages. Vielleicht werden wir uns eines Tages unter günstigeren Umständen wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Glück, Earus. Mit diesen Worten verschwand sie so, wie sie erschienen war, in einer Lichterkugel, und zurück blieb Heragmages, der über ihre Worte nachdachte. Danke, Helia. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sprach Orbitus zu Helia, als diese wieder an der Tafel auftauchte. Was auch immer du sagen willst, sag es nicht mir, sondern deinem Sohn, denn er wird es mehr brauchen, als ich es je könnte. Als der Morgen mit einer lächelnden Sonne graute, schlichen sich ihre Sonnenstrahlen über das Meer, durch die Lücken zwischen den Bäumen des Waldes, hindurch, bis sich diese Heragmages Nase erreichten und ihn wachkitzelten. Er rieb sich die Augen und streckte sich. Sein verträumter Blick zeugte davon, dass er keine wahrlich geruhsame Nacht hatte, und er sollte sich nicht täuschen. Während das Feuer gemütlich vor ihm in der lauen Nacht knisterte, hatte er über die Worte Helias nachgedacht, die er sich zu Herzen nahm. Er ärgerte sich darüber, dass er so grob zu ihr war, nur weil sie eine Botschaft von seinem Vater überbracht hatte. Diese Grobheit hatte sie nicht verdient, denn nicht sie war es, gegen den sich der Zorn des Göttersohnes richtete, sondern gegen seinen Vater, der sich nicht um ihn zu scheren schien und ihn überdies mittels eines Tricks dazu überredet hatte, an dem göttlichen Wettstreit teilzunehmen. Und das in demselben Moment, wo genau derselbe Göttervater seinen geliebten Mentor in ein Häuflein Asche verwandelt hatte. Aber für diese Dinge konnte Helia nichts, und Heragmages wusste es. Schnell bereute er seine abweisende Art, die sie vertrieben hatte, denn eigentlich genoss er ihre Gesellschaft, auch wenn er von den Göttern an sich nicht viel hielt, da sie stolz auf ihre Macht und egoistisch sind. Aber Helia war nicht so. Sie versuchte ihn zu trösten, sein Leid zu mindern, und das offenbar aus freien Stücken, ohne dass sie selbst davon zu profitieren schien. Heragmages erhob sich langsam und warf die locker umherliegenden Erde auf die noch dampfenden Reste des Feuers, welches zwar nicht mehr brannte, aber in dessen Zentrum noch ein wenig Glut glühte. Als das Feuer löschte, dachte er noch an die vergangene Nacht, und Helias Bild zauberte ein Lächeln auf sein Gesicht. Nicht nur, weil sie ihm Hoffnung gab, sondern auch, weil er ihre Gesellschaft genoss und sie nun immer haben konnte, wenn er sich in seine Erinnerung flüchtete, ein Ort, wo nicht nur Götter unsterblich sind. Auf einmal hörte der Held ein knurrendes Geräusch, dessen Herkunft er schnell orten konnte, da auf es ein weiteres Knochen folgte, das ihm im Magen zwickte. Er hatte Hunger und beschloss, auf die Jagd zu gehen. Bewaffnet mit einem Muschenast, den er im Wald aufhob, erlegte er einen Hasen, den über ein neu entzündeten Feuer briet und anschließend genüsslich verspeiste. Jetzt hat er wieder genügend Energie, sich den Aufgaben zu widmen. Er holt das Pergament aus der Innenseite seines Lendenschurzes hervor und rollte dieses aus. Nach kurzem Belesen hat er auch schon das nächste Ziel ins Auge gefasst. Die Wüste Capritalda, auf der es gilt, die sagenumwobene Donnerschlange Spratzel zu fangen. Doch wie soll er da hinkommen? Die Reise über See würde einige Tage dauern und über das gefährliche Kap der zerbrochenen Träume führen, das für Unwetter und Piratenbanden bekannt ist. Nur ein Irrer würde diese Route wagen, um von hier in die mittlere See zu gelangen. Und dieses Mal würde kein kleines Boot ausreichen, welches an den wilden Gestaden des Kaps hoffnungslos den brechenden Wellen ausgesetzt wäre. Nein. Diesmal wird es ein seetüchtiges Schiff brauchen, um die Unbillen der See zu obsiegen. Während Heragmages zum Hafen schlenderte, dachte er darüber nach, wo er ein stabiles Schiff herbekommen würde und wo er eine Mannschaft auftreiben könnte, die verrückt genug wäre, so eine Irrfahrt mitzumachen. Doch wie es der Zufall wollte, wartete bereits beides an dem kleinen Kai, der auch als Hafen bezeichnet wurde. Als er den Wald verließ, sah er die prangenden Segel der Peeling Pearl, eines der schnellsten und widerstandsfähigsten Schiffe, die er kannte. Auf den schwarzen Segeln, die fälschlicherweise auf Piraten stießen ließen, prangerte das Bildnis eines weißen, zum Himmel gerichteten Bogenpfeils, welches untrüglich auf einen ganz bestimmten Captain schließen ließ. Heragmages betrachtete das Schiff und sprach zu sich selbst im nachdenklichen Ton: Wenn das mal nicht die Peeling Pearl ist, ich hoffe, der Captain ist so verrückt wie immer. Er schnell zu dem Schiff marschierte. Im Hafen angekommen sah er, dass das Schiff gerade mit Proviant beladen wurde. Ein Bauer, der an der Planke stand, welche das Schiff mit dem Steg verband, freute sich über einen kleinen Beutel voller Goldtaler, die er wohl im Austausch gegen seine Waren erhalten hatte.
Während Marke schritt an dem glücklichen Bauern vorbei und betrat das Schiff über die Planke, saß er sich an Deck befand. Nahe der Reling des Bugs befand sich das Steuerruder, an dem der Kapitän stand und vor sich etwas in den Händen zu halten schien. Er trug einen dunkelblauen Dreispitz und ein weißes Hemd, das er in seine Hose gestopft hatte, die in einem matten, jedoch freundlich hellen Braun gehalten war und durch ein schwarzes Tuch, welches um die Hüfte gebunden war und an der Seite einen Knoten aufwies, sodass an der rechten Seite der Hose zwei Zipfel herunterhingen, die im Wind wehten, gehalten wurde. Sein Haar wies Rasterlocken auf, in denen bohnengroße, hellbraune Perlen eingeflochten waren, die einen guten Kontrast zu dem sonst komplett schwarzen Haar darstellten. Ab Stirnhöhe bedeckte ein rotes Tuch, das am Hinterkopf festgeknotet war, das Haar nach oben hin. An der Vorderseite des Hemdes walten mittig Rüschen, die zu den zarten Gesichtszügen des Mannes passten, unter dessen zierlicher Nase ein eloquenter, zu einem dünnen Strang geformter Bart, der dem eines Zauberkünstlers glich, geschwungen zu den beiden Wangen hin prangerte, wo er anfing, sich leicht zu kringeln. Als Serac Marges sich dem Kapitän näherte, hörte er, wie er leise und etwas durcheinander in seiner sanften Stimme, jedoch einen rauen Beiton enthielt, zu sich selbst sprach: »Also, jetzt geht es.« Er deutete mit dem ausgestreckten Zeigefinger seiner rechten Hand vor sich, um diese dann unsichtbar nach links zu bewegen, dann wieder nach rechts, und schließlich zeigte er hinter sich direkt auf Serac Marges, weil der Kapitän hinzufügte: »Da lang.« Er drehte sich langsam um und sah Serac Marges, der mit verschränkten Armen hinter ihm stand und ihn sanft anlächelte. Als der Kapitän ihn erblickte, wanderte sein Blick überrascht von seiner Brust nach oben, bis er das Gesicht des Helden erreichte und der Blick sich in Freude verwandelte und der Kapitän seinen Mund in ein Grinsen leicht öffnete, wobei strahlend weiße Zähne hervortraten. »Ah, wenn das nicht Serac Marges ist! Du weißt schon, dass du mein Ziel im Weg stehst, oder nicht?« fragte der Pirat, wobei er mit seiner rechten Hand wild gestikulierte. Gerade als der Held zur Antwort ansetzen wollte, sprach der Kapitän, dessen Lächeln einer bedächtigen Miene wich, die zu seiner linken Hand, die einen Kompass hielt, hinabblickte, um sich dann wieder zu heben, verwirrt: »Oder vielleicht nicht?« Serac Marges wollte zur Antwort ansetzen, doch der Kapitän unterbrach ihn aufregend mit Worten: »Warte, warte, warte!« Wobei er mit seiner rechten Hand Ruhe andeutete, indem er sie langsam auf- und abwippen ließ. Der Kapitän richtete seinen Blick auf den Kompass und schlich langsam um den Helden herum, der die Bewegung des Mannes mit einem kritischen, verwirrten Blick folgte, bis dieser schließlich wieder an der Ausgangsposition stand und erneut mit einem sehr freudigen Lächeln sprach: »Serac Marges, mein Freund! Du siehst gut aus, wie geht es dir?« Ehe der Held antworten konnte, tastete der Kapitän die starken Muskeln des Oberarmes von Serac Marges ab und fügte spöttisch und etwas arrogant, jedoch fröhlich hinzu: »Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass sich da in deinen Armen Kamele versteckt haben. Oder ist uns zu Frühstück für gewöhnlich ein paar Bodybuilder?« »Bodybuilder?« fragte Serac Marges verwirrt. »Große, stämmige Kerle, mit mehr Anabolika in den Adern als Blut und mit mehr Zorn in der Seele als Geld in den Taschen. Was allerdings nicht viel heißen mag«, antwortete der Kapitän etwas abfällig. Serac Marges schüttelt verwirrt mit dem Kopf, ehe er fragte: »Wie wäre es erst einmal mit einem simplen Hallo, Black Arrow?« »Captain Black Arrow, bitte. Das ist ein ehrwürdiger Titel, den man sich erst einmal erarbeiten muss«, antwortete der Mann und betonte dabei die ersten drei Worte ausdrücklich und wies damit darauf hin, dass ihm dieser Titel sehr wichtig war. »Was hast du da in deiner Hand?« fragte Serac Marges, der den Kapitän schon lange kannte, da dieser mit seinem ehemaligen Mentor gut befreundet war und schon einige Abenteuer durchgemacht hatte. Black Arrow blickte überrascht nach unten zu dem Kompass, steckte diesen daraufhin eilig in eine Seitentasche seines Hemdes und sprach dann unschuldig: »Nichts!« »Black, was machst du denn hier?« fragte Serac Marges irritiert und sein Tonfall klang ungewollt streng, doch seine Miene zeugte von Unsicherheit, was bei einem Gesprächspartner wie dem, im positiven Sinne verrückten Black, der so vielschichtig war, dass man nie genau ahnen konnte, was er gerade dachte, durchaus verständlich war. »Darf ein alter Kamerad nicht einmal seine Freunde besuchen?« antwortete der Kapitän mit gespielter Betroffenheit, ehe er sich umdrehte, eine Runde um das Ruder lief, um sich anschließend an dieses anzulehnen und zu ergänzen: »Wie geht es dem alten Agalemmon?« Der Sohn des Orbitos blickte betroffen zu Boden und antwortete dann kleinlaut:
Er ist tot. Orbitus streckte ihn mit einem Blitz nieder. Ah, und warum? Fragte Black Arrow, der zwar betroffen wirkte, aber noch mehr neugierig, weil er sich nach vorne lehnte, während er sich am Ruder festhielt. Wahrscheinlich, weil er mir nahe stand. Antwortete Herr Marcus selbstkritisch und richtete seinen Blick zu dem Kapitän, der etwa um die 30 Jahre alt zu sein schien, auf, der sich daraufhin zurück an das Ruder lehnte und diskret, aber analytisch und auch etwas höhnisch antwortete. Dann sollte ich dich jetzt wohl bitten, mein Schiff zu verlassen, ja? Er gelassen hinzufügte. Was verschlägt dich eigentlich auf mein Schiff? Um ehrlich zu sein, ich brauche deine Hilfe. Antwortete Herr Marcus. Sein Tonfall ließ erkennen, dass er sich wenig Hoffnung auf Erfolg machte. Wobei mag der starke Göttersohn wohl die bescheidene Hilfe eines einfachen Captains wie mir brauchen? Hakte Black Arrow noch einmal im neugierigen Ton nach. Herr Marcus tat sich mit der Antwort schwer, sein Mund öffnete sich zwar, doch es kamen keine Worte heraus. Lediglich ein unsicheres Hin- und Herbewegen seines Kopfes zeugte davon, dass er nach Worten rang, die er wohl aber nicht fand. Es tut mir leid, aber mein Gehör funktioniert leider nicht auf Ultraschall. Ich bin ja schließlich nicht Captain Bad Arrow. Witzelte der Kapitän, wobei er fröhlich grinste. Das Grinsen weckte neue Hoffnung in den Helden, sodass er sich entschied, den direkten Weg zu wählen und ihn mit den Worten: Ich muss dringend zur Wüste Cabritalta und wollte dich um eine Überfahrt bitten. Um Hilfe zu erbitten. Cabritalta? Fragte der Kapitän noch einmal mit einem übertriebenen, breiten Grinsen, ehe er zu Herr Marcus schritt und dabei dramatisch sprach: Zum Mittleren See, vorbei an Kap der zerbrochenen Träume. Er den Helden den Rücken zuwandte, Richtung auf das Meer blickte und hinzufügte: An ein Ort, wo die Wellen so hoch schlagen, dass sogar Möwen in ihrem Flug manchmal von diesen mitgerissen werden und wo der Regen so schwer fällt, dass man denken könnte, es hagelt. Er drehte seinen Kopf nach hinten zu seinem Freund Herak Marcus um und ergänzte mit einem Grinsen: Nicht zu vergessen die Piraten, die dort dummerweise lauern. Ehe er seinen Kopf wieder nach vorne richtete. So warten die beiden einige Momente, ehe Herak Marcus verunsichert nachhakte: Und, würdest du die Überfahrt wagen? Der Kapitän drehte sich mit einem breiten Grinsen um und sprach in einem fröhlichen Ton, der auch leicht verrückt klang: Ja! Als Black Arrow den Göttersohn anlächelte, sprach dieser: Danke, aber was willst du denn für die Überfahrt haben? Ach, nichts. Antwort der Kapitän gelassen. Nichts? Hakte Herr Marcus eindringlich nach. Ja, bestätigte Black Arrow mit hoher, freudiger Stimme. Warum nimmst du dann diese Gefahr auf dich? Hakte Herr Marcus nach. Kann man einem Freund nicht einmal einen Gefallen tun, um die Last seiner Trauer und den Verlust eines so guten Freundes wie Agalemnon zu mindern? Ist das wirklich der Grund? Fragte Herr Marcus noch einmal mit kritischem Blick nach. Der Kapitän ließ sich nicht beirren und sprach mit betroffener Stimme und entsetzt wirkendem Blick, der durch die leicht zusammengekniffenen Augen und die zusammengezogenen Augenbrauen verstärkt wurde. Würde ich dich anlügen? Wobei das Ich stark betonte. Herr Marcus blickte den Kapitän noch eine Weile an, in der Hoffnung an seiner Miene zu erkennen, was dieser wirklich dachte. Doch er sprach dann schnell: Wieso gehst du nicht schon einmal in meine Kajüte? Ich komme dann gleich nach, nachdem ich noch einiges erledigt habe. Sein großes Schiff segelt sich schließlich nicht von allein. Daraufhin nickte Herr Marcus und betrat vertrauensvoll die Kajüte. Hätte er das verschmitzte Grinsen gesehen, was sich auf Black Arrows Gesicht abspielte, als er den Kompass, dessen Nadel immer in Richtung des Helden zeigte, aus seiner Tasche hervorholte, nachdem der Held ihn in den Rücken gekehrt hatte, so hätte er sich zweimal überlegt, ob er die Überfahrt gewagt hätte.